Gülcan Kams geht in ihrer Mutterrolle total auf. Vor rund 4 Wochen bringt die ehemalige Viva-Moderatorin ihr erstes Kind zur Welt. Ob sie und ihr Mann Sebastian sich über einen Jungen oder ein Mädchen freuen, ist noch geheim. Dafür gibt die 39-Jährige jetzt offene Einblicke in die Geburt und ihren neuen Alltag als Mutter. Auf Instagram verrät sie, dass die Entbindung 12 Stunden dauert und offenbar ganz anders abläuft, als sie sich das vorstellt. Und ich dachte mir, okay, irgendwas muss man ja wohl planen können. Also man muss auch ein paar Dinge sich zurechtlegen und dann weiß man, ja, die Uhrzeit oder Location oder alles kam zu 100% anders. Und eine Geburt ist auf jeden Fall ein irres Erlebnis. Als sie ihr Baby endlich in den Armen halten kann, löst sich diese Aufregung aber schnell. Ein Augenblick bleibt Gülcan in besonderer Erinnerung. Ja, alle Mamis wissen natürlich, was der allerschönste Moment bei einer Geburt ist. Das ist der Moment, wo man das eigene Kind zum ersten Mal hört. Also gar nicht sieht, sondern diese erste Sekunde, wenn du dein Kind hörst, das ist so ein süßes, kleines, zartes Geräusch. Es ist unglaublich niedlich. Und wenn ich das jetzt vergleiche, also einen Monat später, mit einem Schrei, wenn dann der große Hunger kommt, uiuiui. Also da hat sich dann wirklich einiges entwickelt und da ist auch einiges passiert. Im Großen und Ganzen ist ihre erste Zeit mit Baby jedoch sehr ruhig und emotional. Vor allem, weil Baby Kams, wie Gülcan ihren Nachwuchs liebevoll nennt, in der besinnlichen Weihnachtszeit das Licht der Welt erblickt. Wir haben das alles sehr genossen und haben wirklich so schöne, tolle Tage miteinander verbracht. Es hat sich einfach alles geändert, obwohl natürlich von der Basis her letztendlich alles beim Alten ist. Gerade passiert jeden Tag etwas Neues. Eine aufregende Zeit für die gebürtige Lübeckerin. So viele neue Erlebnisse und gerade wenn das Kind irgendwas lernt und man merkt zum Beispiel, es fixiert einen mit den Augen auf einmal und bemerkt einen richtig und ist nicht nur einfach da, sondern merkt auch die Präsenz von den Eltern und guckt sich die beiden unterschiedlichen Eltern an. Auch wenn vieles noch ungewohnt ist, fühlt sich manches für das TV-Gesicht inzwischen normal an. Dass ihr Kind erst einen Monat auf der Welt ist, fällt Gülcan deshalb manchmal schwer zu glauben. Mit dem Baby geht für die Unternehmergattin übrigens ein großer Traum in Erfüllung. Schon seit dem 33. Lebensjahr hat sie einen aktiven Kinderwunsch. Damals denkt sie, schnell schwanger zu werden, doch daraus wird nichts. Dabei stellt sich bei mehreren medizinischen Tests heraus, dass sie eigentlich kerngesund ist. Der Grund für ihre ungewollte Kinderlosigkeit bleibt also unklar. 6 Jahre später klappt es dann aber doch noch. Und das macht Gülcan überglücklich. Sie fühlt sich als Mutter pudelwohl.